Heute stelle ich euch ein wirklich starkes Paket vor, also nutzt die letzte Chance, es lohnt sich. Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren deutschen Review auf dem Kanal. Heute schauen wir uns das Gangster-Paket aus dem Summer Gang Event an. Und wie immer ist dieses Paket auch von Respawnables zur Verfügung gestellt. Ihr bekommt aber natürlich trotzdem ein neutrales Review. Falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und lasst auch gerne ein Like auf dem Video da. Viel Spaß! Zuerst schauen wir uns also die Ausrüstung an und später spreche ich noch über die Waffen. Der Kopf gibt uns 15% mehr Leben mit jeder Waffe und 12% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Der Körper erhöht den Schutz gegen jede Waffe um 20% und gibt uns 7% Zielgenauigkeit. Und die Beine geben uns 30% mehr Damage mit jeder Waffe und 7% mehr Leben. Zusätzlich haben wir im Paket auch noch die Kampframme mit neuem Skin, die Pulspistole auch mit neuem Skin und das ist auch eine brandneue Waffe, der Raketen-Gitarrenkoffer und die Ab-GL Shotgun. So, das war's dann mit den Ausrüstungsgegenständen im Paket. Jetzt als kleine Info noch, dieses Video ist mit Haustier und auch mit den Beherrschungen, also hier in dem Fall auch Glaskanone, aufgenommen. Einfach nur, um euch zu zeigen, wie viel man tatsächlich aus diesem Paket rausholen kann. Wir starten also jetzt in den eigentlichen Review-Part und ich zeige euch die einzelnen Waffen nochmal im Gameplay. Und wie ihr schon sehen könnt, die Kampframme als erstes. Sehr starke Waffe, vor allem mit Glaskanone. Wir sind dabei gerade, viele unserer Gegner mit einem Schuss zu erledigen. Naja, einerseits liegt das natürlich an der Glaskanone, andererseits aber auch an den richtig starken Statistiken dieser Waffe. Bewertet mit Schaden 4, Reichweite 4, Zielgenauigkeit 3 und Beweglichkeit 3 haben wir hier eine der besten Waffen im Spiel und meiner Meinung nach treffen die Werte auch so zu. Der Schaden ist wirklich krank gut und in vielen Fällen könnt ihr eure Gegner ohne Glaskanone mit 3 Schüssen über die ganze Map killen. Auch im nahen Bereich sind das dann 3 Schüsse, das heißt die Waffe hat keinen Schadensverlust über die Reichweite. Zusammen mit der Reichweitenbewertung von 4 von 4, wie wir hier sehen können, schießt die Waffe also über die ganze Map und mit Glaskanone verteilt sie auch über die ganze Map One-Shots. Ziemlich overpowered, aber hey, das ist nun mal eine der besten Waffen im Spiel, würde ich sagen. Die Zielgenauigkeit, wie ihr sehen könnt, ist auch ziemlich gut. Ihr habt ein sehr kleines Fadenkreuz hier und die Schüsse treffen in der Regel auch über große Distanz fast immer. Mit der Beweglichkeit bin ich relativ zufrieden, ihr seht es ja im Video. Die ist ein bisschen erhöht von dem Haustier, wenn ich einen Kill mache. Aber alles in allem ist hier eine gute Beweglichkeit am Start. Die Waffe hat zusätzlich noch 20 Schuss im Magazin und eine normale Nachladegeschwindigkeit, also könnt ihr, wenn es wirklich gut läuft, 20 Gegner mit nur einem Magazin ausschalten. Viel weiter verstärken kann man die Kampframme leider nicht, weil es eben nur ein normales Sturmgewehr ist, aber ich meine, da muss man nicht wirklich mehr machen, schaut euch das Ding an. Um jetzt das Paket noch mitzubewerten, ich glaube die Kampframme an sich kostet, wenn man sie einzeln kaufen will, schon 14 Euro oder so. Und es hat es mal gekostet, da bin ich mir ziemlich sicher. Also jetzt schon quasi, ihr bezahlt für diese Waffe und kriegt die restlichen Gegenstände alle gratis. Teil dieser Gegenstände ist dann auch die Pulspistole, die eigentlich keine Pistole ist, sondern ein Raketenwerfer mit Energieschaden. Und wie ihr sehen könnt, ihr habt keine Zielhilfe, wie es bei den Raketenwerfern üblich ist, aber dafür eine Riesenexplosion. Die Explosion sieht etwas größer aus, als sie eigentlich ist. Ihr müsst euren Gegner also wirklich genau vor die Füße schießen, um Schaden zu machen. Dann aber, und vor allem mit Glaskanone, habt ihr sehr oft einen One-Shot-Kill. Die Waffenwerte bestätigen das Ganze nochmal mit Schaden 4, Reichweite 2, Zielgenauigkeit 3 und Beweglichkeit 4. Zum Schaden muss man an dieser Stelle nicht mehr viel sagen. Die Reichweite ist im Grunde eigentlich unbegrenzt. Ich habe es aber auch hier trotzdem bei 2 belassen, weil ihr eben eure Gegner ziemlich genau treffen müsst und die Kugeln, wie bei jedem Raketenwerfer, eben ein bisschen langsamer fliegen. Also ihr müsst etwas vorzielen,
Nicht so viel, aber schon etwas. Und das macht das Zielen auf größere Distanzen eben besonders schwer. Bei der Zielgenauigkeit haben wir ähnlich wie bei der Kampframme auch ein sehr kleines Fadenkreuz und die Bewegungsgeschwindigkeit ist auch ein bisschen schneller. Insgesamt haben wir 6 Schuss im Magazin und die Nachladegeschwindigkeit ist eigentlich ganz okay. Machen wir jetzt weiter mit der UBGL Baretti, einer Schrotflinte mit insgesamt 5 Schuss im Magazin und sehr schneller Nachladegeschwindigkeit. Ihr habt es hier an Whiplash auch schon gesehen, der Schaden auf kurze Distanz ist sehr sehr hoch für eine Schrotflinte in diesem Spiel, sogar höher noch als der von der explosiven Schrotflinte. Dafür haben wir aber sehr großen Schadensverlust über die Reichweite. Schauen wir uns die Waffe nochmal an, hier haben wir Schaden 3, Reichweite 1, Zielgenauigkeit 2 und Beweglichkeit 3. Meiner Meinung nach auch hier perfekt mit den Werten übereinstimmend. Der Schaden als 3 bewertet, weil er eben über die Reichweite relativ schnell abfällt. Nur die Reichweite hier als 1 bewertet, was natürlich klar ist für eine Schrotflinte. Mit der Zielgenauigkeit 2 bin ich in dem Fall auch einverstanden, obwohl die Schrotflinte eigentlich noch mehr streuen würde. Das liegt hier bei der Bewegung natürlich an den brennenden Geisterbeherrschungen, die eben die Zielgenauigkeit um 25% nochmal erhöhen. Und die Beweglichkeit ist auch ganz solide. Ich würde sagen, ein bisschen überdurchschnittlich, weshalb 3 von 4 auch gerechtfertigt ist. Zusätzlich hat die Schrotflinte auch noch einen Aktivskill und da habt ihr eben einfach nur eine Gewehrgranate, die ihr verschießen könnt. Der Cooldown ist relativ kurz, die Reichweite ist etwas länger, als wenn ihr sie normalerweise werfen würdet. Es ist quasi ein gratis Granatengadget und viel mehr auch nicht. Damit könnt ihr, wenn ihr die Aufdecker-Gadgets benutzt, quasi um die Ecke schießen, wenn ihr die Granate abdopsen lasst, oder ihr könnt auch ein bisschen mehr Reichweite rausholen, wenn ihr sie eben auf längere Distanz einsetzt. Aber alles in allem ist so eine Granate eben einfach nicht mehr so effektiv. Als letzte Waffe im Paket haben wir dann auch noch den Raketen-Gitarrenkoffer, ein mexikanischer explosiver Raketenwerfer mit insgesamt 6 Schuss im Magazin, relativ schneller Feuerrate und auch normaler Nachladegeschwindigkeit. Die Schadenswerte sind hier Schaden 4, Reichweite 3, Zielgenauigkeit 2 und Beweglichkeit 1. Zum Schaden 4 an dieser Stelle muss man glaube ich nichts mehr sagen, eigentlich ein One-Shot-Kill und auch im Multiplayer ist es wie ein One-Shot-Kill, weil eben der Gegner erst zu spät bemerkt, dass er von der Rakete beschossen wird. Dann könnt ihr die Waffe natürlich auch noch um 50% buffen, indem ihr eben den mexikanischen Kopf, der mexikanische Waffen verstärkt, ausrüstet. Und so habt ihr dann zusammen mit Glaskanone einen 150% erhöhten Schaden, was wirklich, wirklich stark ist. Deshalb ist dieser Raketenwerfer meiner Meinung nach auch einer der stärksten im Spiel und ist es definitiv wert, auch mal in Händen zu halten. Wie bei allen Raketenwerfern auch, ist die Reichweite hier eigentlich unbegrenzt. Ihr habt aber eine etwas seltsamere Flugkurve, ähnlich wie beim Thumper. Da fallen nämlich die Raketen mehr oder weniger aus der Luft und ihr müsst etwas höher zielen. Das Ganze macht sich dann auch in der Zielgenauigkeit bemerkbar. Allgemein habt ihr hier, wie ihr sehen könnt, ein größeres Fadenkreuz als bei den anderen Waffen. Aber auch über Reichweite braucht ihr nämlich etwas mehr Skill, um eben vorzuzielen. Deshalb hier nur 2 von 4. Die Bewegungsgeschwindigkeit habe ich hier bei 1 von 4 gelassen, obwohl man durchaus auch auf 2 von 4 setzen könnte. Einfach nur, weil eben Raketenwerfer in der Regel relativ schwere Waffen sind und die Bewegungsgeschwindigkeit hier etwas langsamer ist, denke ich, dass man so damit übereinstimmen kann. Ihr müsst auch bedenken, im Video ist natürlich das Haustier noch mit von der Partie und deshalb haben wir hier eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Alles klar Leute, und das war es auch schon mit dem Review. Ist es das Paket wert? Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Für 14,99 € kriegt ihr selten so viele starke Waffen und auch die Ausrüstung ist jetzt nicht die schlechteste der Welt. Insgesamt hilft euch das Paket natürlich, auch das Event schneller zu vervollständigen, wenn ihr da eben Probleme habt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Review. Bis dann und ciao ciao!